Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um ein Thema, über das weder Eltern noch Kinder gerne sprechen. Es geht darum, dass Ihr Kind den Urin nicht halten kann. Vor allem nachts im Bett ist es inkontinent. Und es kommt gar nicht so selten vor, im Einschulalter, also mit 6 Jahren, ist immerhin noch jedes 6. Kind von dieser Inkontinenz betroffen. Und wir sprechen heute darüber, wie man das behandelt, was man dagegen tun kann. Bei mir ist Dr. Wenzel Nürnberger. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag. Herr Dr. Nürnberger, jedes 6. Kind mit 6 Jahren. Können auch noch ältere Kinder davon betroffen sein, denn 6 Jahre? Da denkt man eigentlich, ja, es wäre schon vorbei. Ja, es ist leider ein wirklich zahlenmäßig sehr großes Problem. Das ist auch gut, dass wir das Thema ansprechen, denn letztendlich, man kann sagen, Einnässen macht einsam. Ja. Das klingt erstmal so ein bisschen alliterativ und soll es auch sein, dass man sich das klar macht. Denn stellen Sie sich vor, Kinder kommen in die Schule, dann fangen die an, sich eigentlich gegenseitig zu besuchen, auch mal bei Freunden, beim Freund zu übernachten oder es geht um Klassenreisen. All das geht nicht wirklich, wenn ein solches Problem besteht. Wenn andere Kinder das mitbekommen würden, da würde ja fürchterlich gelästert und gehänselt, man mag sich das gar nicht ausmalen. Obendrein ist es natürlich auch eine Belastung für die Eltern und für die Familie. Und weil all diese Themen, die mit unseren Ausscheidungen zu tun haben, ja letztlich doch immer etwas tabu besetzt sind und unangenehm sind, führt es leider oft dazu, dass eben die entsprechende Untersuchung und auch dann die Therapiemöglichkeiten ja vielleicht erst verspätet angesprochen werden und unter Umständen dann eben auch Kinder noch in höherem Alter davon betroffen sind. Ja. Und wie alt kann oder wie alt sind die ältesten Kinder, die Ihnen da begegnet sind in dem Zusammenhang? Naja, als Kinderarzt bin ich ja nun mal für alles zuständig bis zum 18. Lebensjahr. Ja. Und bis zu diesem Alter tritt das auf. Oder es kann auch sein, dass Kinder zum ersten Mal vorgestellt werden, da sind sie schon 16. Und spätestens dann, wenn die Kinder selber sagen, jetzt muss aber mal was passieren, so geht das doch nicht weiter. Ja. Ja. Spätestens dann sozusagen geht es auf den Weg. Und natürlich, als Säugling ist völlig klar, da muss man nicht kontinent sein, da ist alles richtig, was immer geschieht. Aber dann ist es doch so, dass man eigentlich in der Abfolge sagt, wenn das Kind dann vielleicht so 1, 2, 3 Jahre alt ist in dem Zeitraum, wird man eben erst tagsüber trocken, also dass, wenn das Kind wach ist, den Urin kontrollieren lernt. Dann als nächstes kommt die Stuhlkontrolle, das ist der zweite Schritt. Und als drittes dann eben auch die Urinkontrolle nachts. Man darf ja auch nicht vergessen, gerade Urinkontrolle nachts ist ja nichts, was man willkürlich steuern kann. Ja, genau. Ja, das über ist die der Gründe, große Punkt. Genau, ja. Über die Gründe wollte ich mit Ihnen gleich sprechen. Aber ich erst nochmal, Sie sind ja jemand, der einen Ausweg kennt und sogar mehrere Auswege kennt und Sie können den Eltern helfen. Aber was ich mich gefragt habe, wie erfahren Sie denn von diesen Fällen überhaupt, wenn doch jeder sich schämt, darüber zu reden? Ja, das ist wirklich auch eine große Frage. Ne? Letztendlich müssen die Eltern oder die Kinder oder vielleicht die Kindergärtnerin, wer auch immer, sich bei uns melden und sagen, hier, das Kind ist 5 oder 6 Jahre alt, tut doch mal was, traut euch. Es gibt in Deutschland die Deutsche Kontinenzgesellschaft und unsere Klinik ist auch offizielles Kontinenzzentrum. Und wir beteiligen uns mit einer anonymen Aktion unserer regionalen Zeitung immer zur Kontinenzwoche. Es gibt eine Weltkontinenzwoche, das ist immer im Juni. Und dann machen halt alle Kliniken irgendetwas, was mit dem Thema zusammenhängt. Und was wir seit Jahr und Tag jetzt anbieten, ist, dass wir eine anonyme Leseraktion machen. Das heißt, wir sitzen praktisch in der Zeitungsredaktion und können Leute anrufen, brauchen ihren Namen nicht nennen, können auch einen anderen Namen nennen, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, sie finden den Weg zu dem Thema. Und dann können wir denen halt empfehlen, wo sie eventuell hingehen können. Es können ja auch Leute sein, die von weiter weg anrufen. Die müssen dann irgendwie nach Schwedt fahren. Schwedt liegt an der ganz östlichen Grenze Deutschlands, nach Polen. Klar können da auch andere Kliniken sozusagen diese Sache behandeln. Wichtig ist nur, dass die Eltern, das sind im Regelfall die Eltern, den Mut haben und das mal ansprechen. Ja. Manchmal rufen sogar auch die Großmütter an und sagen, ja, es läuft irgendwie nicht so richtig, die schämen sich alle und Familienfrieden ist schon halb gestört, weil na klar will man auch nicht jeden Tag als Elternteil da mengenweise Bettwäsche waschen müssen. Genau, genau. Sie hatten es ja schon angesprochen, was passiert bei der Inkontinenz? Also normalerweise reguliert der Körper sich ja selbst, wenn er älter wird, passieren ein paar Prozesse im Körper, die Inkontinenz verhindern. Aber warum kann es trotzdem dazu kommen? Weil gerade der Moment, wo das unwillkürlich funktionieren muss, am schwierigsten zu steuern ist. Also man muss sich das mal klar machen. Der Schließmuskel der Blase hält die Blase unten zu.
solange die Blase sich füllt, ist der eigentliche Blasenmuskel, muss sich ja entspannen. Und wenn er eine gewisse Dehnung erreicht hat, muss er eine Meldung ans Gehirn machen und sagen, wenn es jetzt zum Beispiel nachts ist, Kind, aufwachen. Bitte aufwachen und bis zur Toilette gehen. Jetzt ist was angesagt. Ja? So. Und dann muss sich sozusagen schlagartig der Schließmuskel lockern. Der andere Muskel sollte möglichst alles rausdrücken, damit auch wieder Platz für die nächste Urinportion ist. Ne? Das sind die Dinge, die dann auch untersucht werden. Ist die Menge Urin, die die Blase aufnehmen kann, also die Blasenkapazität, ist die angemessen fürs Alter? Entleert sich die Blase wirklich vollständig oder bleibt vielleicht immer ein bisschen drin oder die Hälfte sogar drin und es ist dann gar nicht so viel mehr möglich, weil es einfach sozusagen der Platz schon zur Hälfte gefüllt ist. Die Dinge müssen untersucht werden. Interessanterweise funktioniert dieser Mechanismus, dass von den Blasenmuskeln und den Nerven das Signal ins Gehirn geht, bei den betroffenen Kindern oft nur teilweise. Also ich habe schon Patienten erlebt, die sagen dann, ja, ich habe davon geträumt, ich ging zur Toilette. Ich habe von einem riesigen Wasserfall geträumt, also irgendwas mit Wasser. Aber letztendlich klappt der eigene Weg zur Toilette nicht unbedingt. Ne? Und das ist ja auch wirklich eine neurologische Leistung, die der Körper im Schlaf vollbringen muss. Ne? Aber was funktioniert da nicht? Ist das etwas im Gehirn oder ist das etwas von den Nerven, die, also in der Blase die Nerven oder die Nerven von der Blase in den Rest des Körpers? Es ist also unsere Theorie, im Regelfall ist es meistenteils ein Lernprozess dieser Nerven, die vom Gehirn die Blase steuern. Und ich hatte ja schon versucht, das zu erklären. Man sieht ja, wie komplex das eigentlich ist. Ja. Dieser für uns einfache Vorgang, aufstehen, zur Toilette gehen, da passiert ja eine Menge im Körper. Ja. Und das muss halt gebahnt werden. Und natürlich, wenn ein Kind tagsüber muss und ist wach, und vergisst es nicht, weil es zu viel spielt und sagt, okay, es geht schon, und dann plötzlich geht es doch nicht mehr. Das kann ja auch passieren. Ja, das muss sozusagen im Schlaf muss es automatisch gehen. Ne? Ja. Dazu kommt, dass wir Erwachsenen alle ein Hormon produzieren, das nachts sozusagen die Urinmenge drosselt. Ne? Das wird beim Säugling noch überhaupt nicht produziert und irgendwann im Laufe dieser Lebensjahre wird es mehr und mehr produziert. Und da gibt es Unterschiede, meist genetische Unterschiede, wie schnell dieses Hormon in welcher Menge produziert wird. Und dieses Hormon heißt auch antidiuretisches Hormon, also gegen Urinproduktion Hormon sozusagen. Das hilft, dass die Blasenmenge, also die Urinmenge, Entschuldigung, für die Blase nachts nicht zu viel wird. Ja. Was heißt das denn dann für die Therapie dieser Inkontinenz bei den Kindern? Genau. Geben Sie denen dann so ein also Hormon? Also die Therapie, wenn es tatsächlich jetzt dieses nächtliche Einlisten da im Vordergrund steht, dann wird man erstmal untersuchen, ist eben die Blasenkapazität richtig, öffnet sich der Schließmuskel richtig, sodass alles rausläuft, dass nicht sozusagen ein Schließmuskelkrampf also oder sowas genau, ist, genau. Anatomisch und physiologisch muss das stimmen, das wird untersucht. Wenn es dann so herauskommt, dass man sagt, okay, der größte Teil ist erfüllt dafür, dass eben ein reines nächtliches Einlisten vorliegt und anatomisch ist alles in Ordnung, dann gibt es theoretisch zwei Haupttherapiemöglichkeiten. Die eine davon ist tatsächlich, dass man dieses Hormon als Medikament gibt. Das ist natürlich mehr so ein bisschen symptomatisch. Ne? Der Lernprozess wird davon nicht in Gang gesetzt. Ja? Ja, das ist klar. Ne? Also aha, die Urinmenge, das heißt, wenn man es wieder absetzen würde, dann könnte das sofort, deswegen muss man es eine gewisse Zeit geben. Man kann also nicht sagen, okay, jetzt ist für zwei Wochen gut, jetzt setze ich es komplett ab. Also das geht dann nicht so schnell. Da muss man ausprobieren, stückchenweise vielleicht jeden zweiten Tag gehen, sehen, ob es an den Zwischentagen noch Urin läuft oder nicht. Der andere Therapieansatz ist, dass man das Kind in dem Moment wirklich wach macht, wenn sozusagen die Blase voll ist. Und das geht mit dem, was man ja im Volksmund Klingelhose nennt. Der offizielle Begriff ist apparative Verhaltenstherapie. Das kann sich natürlich kaum ein Mensch so merken. Klingt auch fast bedrohlich, aber es ist ja eine Art Verhaltenstherapie, das stimmt schon. In dem Moment sozusagen, wo der Schlüpfer feucht wird oder nass wird, muss ein Alarm losgehen, der so laut ist, dass das betroffene Kind wirklich wach wird. Und alle und dann auch. Muss es zur Toilette gehen. Und bedauerlicherweise werden meistens alle anderen auch wach, die in der Familie bei sind. Insofern hängt es von der familiären Situation ein Stück weit ab, ob man diese Therapieform wählen kann. Da muss man halt sehen, dass man mit den Eltern das bespricht. Tatsächlich ist aber so, wenn man jetzt 100 Kinder hat und macht die eine oder die andere Therapieform so als erstes, bei beiden sprechen ungefähr 2 von 3 Kindern drauf an. Bei der apparativen Verhaltenstherapie, weil eben diese Warnung besser funktioniert und dieser Lerneffekt da ist, da kann man tatsächlich dann nach 2 Wochen unter Umständen schon sehen, Problem ist gelöst, dann kann man es einfach weglassen und dann ist es wirklich damit getan. Bei der medikamentösen Therapie, da dauert es meistens ja, schon eher 2-3 Monate, bis man das wirklich wieder komplett abgesetzt hat. Das ist der Nachteil davon. Andererseits muss man eben auch sehen,
von diesen Therapien jeweils ein Drittel spricht nicht an. Und dann würde man im zweiten Schritt jeweils die andere Therapie machen, also was, das, was man nicht als erstes gemacht hat. Mit welcher würden Sie immer anfangen? Also, ja, wir Kinderärzte denken ja immer sehr, sehr ursächlich und sind sehr sozusagen, was kann das Problem wirklich im Grundsatz lösen. Wir müssen ja immer im Blick haben, dass die Kinder heute, ne, die werden dann 90 bis 100 Jahre alt werden wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Und bis dahin sollten sie ja weder körperlich noch seelisch, psychisch sonst irgendwie Schaden genommen haben. Insofern würden wir primär immer diese apparative Verhaltenstherapie empfehlen. Also erstmal die Klingelhose. Genau. Genau. Ja. Aber wenn jetzt die Familie von vornherein schon sagt, unsere Wände sind hellhörig, da werden alle Nachbarn auch noch wach und die erschlagen mich nächsten Morgen, dass das immer so losgeht, dann geht das natürlich einfach nicht. Das hängt ja sehr davon ab, wie man wohnt, wo man wohnt, wie auch beide Eltern vielleicht arbeiten müssen und wirklich ihre Nachtruhe brauchen. Also alles so Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und ich denke, da muss man einfach einen Konsens finden, was das Richtige ist. Gibt es denn Nebenwirkungen von diesem Hormon? Also denn man gibt dem Kind ja doch etwas, was es eigentlich selber bilden sollte. Was es eigentlich selber bilden sollte, was es irgendwann auch selber bilden wird. Nein, es gibt jetzt nicht unmittelbare Nebenwirkungen. Allerdings wird natürlich die Urinmenge tatsächlich reduziert. Das heißt, wenn das Kind diese Hormon nimmt, das ist eine Tablette, die man einfach einmal abends nimmt, und dazu eine größere Menge Flüssigkeit trinkt oder trinken würde, was es nicht tun soll, dann würde diese Flüssigkeitsmenge ja nicht komplett ausgeschieden werden können. Ah, ne? Nun macht das sowieso kaum ein Mensch, der nachts ein ist, dass er da vorher noch einen halben Liter oder einen Liter Wasser trinkt. Das macht ja kaum einer. Trotzdem muss man es natürlich ansprechen, es darf nicht passieren. Ne? Und ich sagte ja vorhin schon, es gibt auch durchaus Jugendliche, die unter Umständen davon betroffen sind. Und könnte es natürlich schon durchaus mal sein, wenn die nicht sehr diszipliniert sind, dass sie einfach abends viel trinken. Und das ist natürlich dann sozusagen abzuraten. Ja, auf jeden Fall. Stichwort abraten. Was empfehlen Sie Eltern, wie sie sich gegenüber ihren Kindern verhalten? Beziehungsweise, ich formuliere es andersrum, was sollte man als Elternteil nicht tun gegenüber den Kindern, wenn die einen ist? Also definitiv nicht tun, irgendeine Art von Strafe, genervt sein, solche Dinge äußern. Ich weiß, dass das schwerfallen kann. Das kann wirklich sehr schwerfallen. Aber es hilft einem ja nicht aus der Situation heraus, wenn man jemanden, der nachts ein ist, der dafür ja eigentlich auch wirklich nichts kann, wenn der den nächsten Tag sich noch irgendwie wie bestraft fühlt. Ja. Das ist leicht dahingesagt, das weiß ich auch. Aber es ist tatsächlich so, jede Art von Bestrafung verschlimmert das Problem und verlängert das Problem. Es hilft nur Lob und positive sozusagen Verstärkung für jede Nacht, die trocken war. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Methoden. Wir haben ja so kleine Kalender, das ist praktisch immer von Montag bis Sonntag, sind da praktisch 7 Tage. Und bei jeder trockenen Nacht kippt dann da mal wegen der Sonne rein oder was auch immer, irgendwas Schönes halt, was also was angenehm zu sehen ist. Und ich sage dann immer den Eltern, die wissen bestimmt ganz genau, mit welcher Freude sie dem Kind machen können, wenn dann sagen wir mal mehr als 4 Sonnen oder je nachdem von wo man kommt, oder 5 Sonnen sozusagen pro Woche eingeklebt sind. Ja, ja, aber das interessiert mich nochmal, warum verlängert sich die Inkontinenz, wenn das Kind unter Druck gerät? Also ist das dann ein psychischer Druck, der einen Blasendruck erzeugt? Genau, das ist dann ein psychischer Druck, der dazu führt, dass man Dinge, die man eigentlich lernen könnte, einfach nicht lernt. Ja. Ach so, ja. Dass man sich dagegen dann... Dass es so eine Sperre gibt. Ja. Es ist ja auch sonst im Leben so, dass es unter Umständen leichter ist, auch von einem Lehrer zu lernen, dem man positiv gegenübersteht oder der einem selber positiv gegenübersteht. Und es gibt ja viele Arten, wie man Dinge, die drittel- oder halbgut sind, schon mal lobend sozusagen erwähnen kann, dass sie überhaupt stattgefunden haben, ja, um dann sozusagen das weiterzumachen. Stellen Sie sich einen Chorleiter vor, wenn der für jeden falschen Ton seine Choristen anpflaumt, dann würde das auch nicht funktionieren. Die gehen eher weg oder singen jedenfalls deswegen nicht besser, sondern man muss einfach sehen, immer wieder zeigen, so ist richtig, da geht's hin. Oder nehmen Sie ein Kind, das gerade ein Jahr alt ist und laufen lernt. Das fällt wie oft hin, kann man gar nicht zählen. Wenn ich jedes Mal sage, du Depp, du bist schon wieder hingefallen, dann lernt er das auch nicht. Ja. Wenn ich ihm sage, hier, mach den Staub weg, ist nicht so schlimm, tut nur kurz weh, da drüben ist der Ball, lauf rüber, dann macht's das. Vielen Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich wohlgefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Machen Sie es gut.